Hallo, herzlich willkommen zu einer, man könnte sagen, Sonderausgabe der News to Go. Ich habe ja eigentlich gesagt, heute gibt es kein News to Go Video, aber ich dachte mir, aus aktuellem Anlass mache ich nochmal ganz kurz ein Video. Sorry, dass ich etwas konservativ aussehe, ich bin nämlich eigentlich schon auf dem Sprung zur Arbeit, aber dieses Video war mir doch ganz wichtig, denn vielleicht habt ihr das ja gestern mitbekommen, ich habe gesprochen über Xavash hier in diesem Video. Ku Savage und Xavier Naidu, ein Rapper, ein Sänger, die zusammen dieses Album gemacht haben, gespaltene Persönlichkeit. Und die beiden wurden jetzt angezeigt, habe ich euch ja gestern gesagt. Die Linksjugend und die Interessenvertretung der Homosexuellen in NRW von den Linken haben die beiden angezeigt für den Hidden Track auf diesem Album, in dem es gegen rituelle Kindesmörder geht. Also sie lassen da ordentlich vom Leder und gerade Xavier Naidu singt Sachen, die man als gewaltverherrlichend interpretieren könnte. Er sagt, ich würde euch töten und ich würde euch die Klöten abschneiden, so sinngemäß. Könnt ihr euch auch nochmal in dem Video hier anschauen. Und ich dachte mir, weil ihr ja immer wieder fragt, sag mal, was ist denn eigentlich deine persönliche Meinung, mache ich mal ganz schnell meine Meinung. Mirkos Meinung jetzt also an dieser Stelle zu dieser ganzen Geschichte. Ganz kurz, es ist tatsächlich so, dass dieser Song, ich habe ihn gehört, wie ihr seht, ich habe dieses Album schon seit einer Weile, ich habe diesen Song gehört und dachte, ja, das ist schon ziemlich geschmacklos. Ich muss auch zugeben, Xavier Naidu finde ich textlich immer ziemlich unterirdisch. Wenn ihr mal auf seine Texte achtet, dann werdet ihr merken, der singt zwar richtig gut, aber der Inhalt ist oft etwas seltsam, auch die Reime sind seltsam und gerade bei diesem Song habe ich schon ein paar Mal schlucken müssen und dachte, oh, dass man sowas auf CD rausbringt. Ku Savage finde ich seit vielen Jahren gut, ich glaube seit 10, 15 Jahren bin ich eigentlich ein Fan von ihm und finde auch seinen Text auf diesem Song ganz in Ordnung. Nur Xavier Naidu, der übertritt da für mich auch eine Grenze, indem er eben von Töten spricht. Aber, und jetzt kommt das große Aber, es gibt keinen Grund, Künstler, die beiden ja sind und die in Deutschland auch frei ihre Meinung äußern dürfen, Künstler anzuzeigen für einen Song, den sie gemacht haben. Es sei denn, sie würden zum Beispiel ausländerfeindlich in ihrem Song sein, dann würde ich das verstehen. Aber in diesem Fall geht es den beiden darum, auf ein Thema aufmerksam zu machen. Sie machen das ein bisschen plump, aber sie dafür anzuzeigen, geht meiner Meinung nach überhaupt nicht. Erstens. Und zweitens, wenn man wirklich Leuten an den Karren fahren wollte, die in ihren Texten gewaltverherrlichend sind, dann sind die beiden definitiv die Falschen, da gibt es ganz andere. Also ihr habt ja auch gestern in den Kommentaren zu dem Video Beispiele genannt, Rammstein natürlich, man könnte jetzt auch wieder Bushido zitieren, das will ich nicht, das ist langsam auch durch. Es gibt viele andere, die nicht so bekannt sind. Was ich gut finde an dieser ganzen Diskussion, und da gehen wir mit einem positiven Aspekt raus, es wird ein bisschen der Fokus auf dieses Thema gelenkt und das war den beiden ja wichtig. Es gibt rituelle Kindesmorde in Deutschland, das ist bewiesen. Und es wird viel zu wenig darüber gesprochen. Jetzt wird hoffentlich mehr darüber gesprochen im Zuge dieser Anzeige. Ich gehe übrigens davon aus, dass die Anzeige wirkungslos ist und dass die beiden jetzt nicht bestraft werden für ihren Text. Wie gesagt, Infos gibt es nochmal in dem Video von gestern. Ihr könnt euch den Song auch anhören. Hört mal rein bei iTunes, bei Amazon, sonst wo. Hier bei YouTube gibt es ihn aus rechtlichen Gründen nicht. Ich kann ihn aus rechtlichen Gründen auch nicht anspielen. Aber hört da mal rein, macht euch selbst ein Bild. Und natürlich schreibt mir eure Meinung. Was sagt ihr? Kann man Künstler, kann man Musiker anzeigen für Texte, die sie gemacht haben? Ist das in Ordnung? Wann ist es in Ordnung, wenn man das macht? Sagt ihr bei rechtsextremen Texten oder bei sonstigen Texten, die gegen Minderheiten gehen, ist es okay? Ansonsten nicht. Schreibt mir einfach eure Meinung, ich bin sehr daran interessiert. Und dann sehen wir uns morgen wieder zu einem regulären News-to-go-Video. Vielen Dank fürs Zuschauen, bis dann.